Du weißt, ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich auf diesem Kanal über Religion spreche. Denn Religion ist ein sehr sensibles Thema und viele Menschen halten sehr fest daran. Sie haben ihre ganze Identität darauf aufgebaut. Und wenn du diese Identität in Frage stellst, die Menschen so lange haben, dann wird es ziemlich unangenehm werden. Ich glaube, dass in der ganzen Geschichte keine Lehre so missverstanden wurde wie die Lehre von Jesus Christus. Mein Lebensweg war schon immer anders, komplett am Lebensweg vorbei, wie die Gesellschaft uns das immer vorgibt. Und ich war auch in vielen christlichen Gemeinschaften und dort wurde mir immer beigebracht, Angst vor Gott zu haben. Und dass Gott strafend ist, sei vorsichtig, ein falscher Schritt und du gehst in die Hölle. Und das ist die grundlegende Einstellung in diesen Gemeinschaften. Und ich hatte eigentlich Glück, dass ich mein ganzes Leben mit so einem Mindset nicht rumgelaufen bin. Für mich war Gott immer sehr liebevoll, vergebend und ich konnte mir nie vorstellen, dass Gott irgendwann auf mich böse sein wird. Und wenn du ein richtiges Gottesbild hast, dann wird dein Leben viel freier, viel liebevoller, mit viel mehr Freude und weniger Ängsten. Und frag dich das mal selber, wenn Gott dich wirklich liebt, würdest du Gott dich denn nicht freiwillig zuwenden wollen und das so oft wie möglich? Und die meisten Menschen flüchten aber eher vor ihm. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Was ist, wenn ich nicht der Einzige bin, dessen Gottesansichten von den religiösen, gesellschaftlichen Dogmen verzerrt wurde? Was ist, wenn es dort noch viele andere gibt? Und dies hat mich dazu gebracht, das Christentum und die Lehre von Jesus Christus wirklich zu erforschen. Kürzlich hat mich eine geheime Informantin kontaktiert, einfach so dieses Buch geschickt, worüber ich in dieses Video sprechen werde. Und als ich das Buch las, fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Ich glaube, dass die religiösen, dogmatischen Christen die tiefen Lehren von Jesus Christus gar nicht vollständig verstehen. Oder dass einige Dinge verzerrt sind für persönlichen Gewinn. Aber lass es mir dir genau erklären, was ich damit meine. Denn mein Herz zeigt mir immer ganz genau an, ob irgendwas von Gott ist oder nicht. Ich messe Gottes Menschen an ihrer Liebesfähigkeit. Meine erste Begegnung mit der christlichen Gesellschaft schockierte mich, als ich in Köln mit Kirchenmitarbeitern sprach. Denn ich fühlte allein in diesen Gesprächen schon eine gewisse Kühle, eine gewisse Härte und eine Trennung. Und intuitiv wusste ich, das kann nicht von Gott sein. Doch lass mich dir zeigen, wie das Endprodukt der verzerrten christlichen Lehre wirklich aussieht. Und die Bilder sprechen wirklich Worte. Hallo. Lüka. Lüka. Doch bevor ich dir zeige, wie man die wahre Liebeslehre von Jesus im Leben wirklich lebt, sodass dies ein echter Unterschied in dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen macht, möchte ich dir erstmal erklären, was diese verzerrte Gottesansicht mit der Seele eines Menschen wirklich macht. Und zwar, was du gerade gesehen hast, war wirklich die Krönung von der verzerrten Lehre. Du hast ja gesehen, dass dieses Kind Angst hatte. Du kannst dir nicht vorstellen, was das energetisch mit der Seele macht. Weil du musst verstehen, dass wir alle einen Energiekörper haben. Und alles wird in diesen Energiekörper aufgezeichnet. Und dieses Ritual, was dort mit den Kindern gemacht wird, du hast ja gesehen, wie das Kind geschrien hat, das speichert sich natürlich alles im Energiesystem ab. Und diese Angst vor der Kirche und diese Angst, nicht zu gehorchen, die ist dann in diesen Menschen so eingespeichert, dass der Mensch zu einem Sklave der dogmatischen christlichen Lehre wird. Das heißt, dieses Kind lernt schon im frühen Alter, dass es Angst haben muss. Angst vor Gott. Angst vor den Autoritäten in der Kirche, dass es gehorchen muss. Und so baut man ein falsches Bild von Gott auf. Ein Bild, wo es sehr, sehr einfach wird, den Menschen zu kontrollieren, den Menschen dazu zu bringen, zu gehorchen, einfach das zu machen, was gesagt wird. Weil du musst ja Angst vor Gott haben. Weil, wenn du darauf nicht horchst, wenn du dies und das nicht machst, dann ist Gott böse und Gott bestraft dich. Und was meinst du, was in einer menschlichen Psyche das Wort Gott für eine Autorität hat? Und wenn du dieses Wort benutzt, dann kannst du alles mit diesen Menschen machen, wenn du so programmiert wurdest. Und jetzt möchte ich dir noch was ganz Wichtiges erklären, was essentiell ist für alle meine Videos und was dir auch beschreibt, warum die Menschen Krieg führen, warum die Christen auch untereinander Krieg führen, warum wir Christen nicht alle eins sind, warum es so verschiedene Christen gibt und warum jeder die Bibel und das Wort Gottes anders interpretiert, warum jeder denkt, er hat den Löffel mit Weisheit gegessen und warum jeder denkt, dass er nur die Wahrheit hat und die anderen nicht. Und zwar hat das damit zu tun mit deinem Bewusstseinszustand.
Es hat damit zu tun mit deinem Filter, den du mit dir rumträgst. Es hat damit zu tun mit deinem Mindset, mit deinem Nervensystem, mit den Blockaden, die du hast. Weil stell dir vor, auf dem Tisch steht ein Roséwein. Und stell dir vor, die Sonne ist dort. Die Sonne repräsentiert Gott. Weil Gott ist die ganze Zeit da, denn Gottes Liebe strahlt die ganze Zeit bedingungslos auf die Schöpfung hinab. Die ganze Zeit scheint sie, aber wir nehmen sie nicht wahr. Und die Sonne strahlt durch dieses Glas durch mit den Roséwein. Und hinter den Roséwein siehst du dann ein Licht, was Rosé ist, was verfärbt ist. Und jetzt stell dir mal vor, dort ist ein Weißwein oder ein Glas Wasser. Und die Sonne strahlt aber auch drauf. Und dahinter ist ein Licht, was aber kristallklar ist. Und stell dir vor, dort ist ein tiefer Rotwein. Und die Sonne scheint darauf und dahinter siehst du kaum noch Licht. Und dieses Gleichnis soll dir mal zeigen, warum sich so viele Christen nicht einig sind, warum auch so viele Christen auf mich feuern, warum viele Christen denken, dass nur sie die Wahrheit gefunden haben und nur die Wahrheit so sein kann, weil dort immer ein Filter ist. Und in diesem Filter, in diesem Glaubenssystem, ist es völlig normal, weil das System ist geschlossen, dass du für dich die Schlussfolgerung hast, dass das nur so sein kann. Weißt du, was ich meine? Und ganz einfach kann man sagen, es hängt von deinem Bewusstseinszustand ab, wie du die Realität siehst, wie du Gott siehst und wie sehr du die Wahrheit erkennst. Und wenn dir diese tiefen Themen gefallen, dann abonniere den Kanal und aktiviere das Glöckchen, weil im nächsten Video steigen wir noch tiefer darauf ein. So, und jetzt musst du ganz mutig sein und ganz offen, wenn du weiterkommen möchtest, weil man kann nur lernen, wenn man offen ist und wenn man weiß, okay, da gibt es noch mehr Informationen. Das ist die Grundvoraussetzung, um geistig zu wachsen und um geistig zu lernen. Wenn du die nicht hast, dann verschließt du dich. Wenn du die nicht hast, dann wirst du nicht wachsen. Das nennt man ein Fixed Mindset. Aber wir haben ja ein Growth Mindset, nicht wahr? Und ich glaube, dass die wahre Lehre von Jesus Christus in der neuen Bibel zu finden ist. Aber lass es mir dir erklären, warum. Denn Gott schreibt hier in der neuen Bibel, genauso wie das Neue Testament zum Alten Testament gehört und beide erst die Bibel bilden, wie sie die Welt bis jetzt kennt, genauso wird nun nach Gottes heiligen Willen das bestehende Werk der Bibel vollendet durch die neue Bibel damit bildend. Es gibt die heilige Dreieinheit, dann kommt das Alte Testament, dann das Neue Testament und jetzt die neue Bibel. Weder durch das Alte Testament noch durch das Neue Testament vermochte die Menschheit so zu reifen, dass sie den direkten Weg zu Gott beschritt, obwohl es ihr durch das Erlösungswerk Gottes, des Herrn in Jesus Christus, möglich gemacht wurde. Die Menschheit selbst hätte durch ihr Leben in der ewigen Liebe Gottes die lebendigste neue Bibel für alle Zeit und Ewigkeit geschrieben, als ein Zeugnis dafür, dass sie erfüllt den ewigen, heiligen und vollkommenen Willen Gottes. So aber muss Gott, der Herr, durch die neue Bibel in das Geschehen auf dieser Erde eingreifen, um die Menschen nicht nur zu retten vor ihrem sicheren, selbstgewählten Untergang, sondern sie zugleich auch so führen, auf dem Weg zu dem endgültigen Schöpfungsziel für alle Menschen dieser Erde zu werden. Und das Ziel ist, Ebenbilder seines Selbst zu werden. Also wie Jesus Christus zu werden. Und jetzt ganz wichtig, was die meisten Christen natürlich denken, ein weit verbreiteter Irrtum ist es, dass die Schlussverse der Offenbarung Johannes für alle Zeiten den Schlusspunkt unter das gesamte Bibelwerk setzen, so dort gegebene Warnung, nichts hinzusetzen, dieser Weissagung bezieht sich ausdrücklich, wovon sich jedermann überzeugen kann, nur auf dieses Buch der Weissagung, aber nicht auf das gesamte Werk der Bibel. Also Christen denken ja allgemein, es gibt nur eine Bibel und Gott wird nie wieder was Neues herausbringen. Nur die Bibel zählt. Das Gegenteil ist der Fall. Denn es steht geschrieben im Evangelium Johannes 16, Kapitel Vers 12, 13, dass Jesus sagte,
Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könntet es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in allen Wahrheit leiten. Ebenso ist es ein weit verbreiteter Irrtum, dass alle Offenbarungen durch Jesus Christus für alle Zeiten abgeschlossen waren. Durch kein Bibelwort kann eine solche Auffassung belegt und bewiesen werden. Die unerforschlichen ewigen Weisheit Gottes kennt keine Begrenzungen. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil die Christen begrenzen das ja immer alles. Und die glauben ja, dass Gott heute nicht mehr spricht. Die glauben, dass Gott heute nichts mehr durch die Menschen offenbaren kann, nichts Neues. Weil dann wirst du ja gleich als Neuoffenbarer abgestempelt, so wie ich es ja auch bin. Aber ich habe schon in den vergangenen Videos immer gesagt, es ist wichtig und gut, was Neues zu offenbaren. Weil sonst dreht man sich die ganze Zeit im Kreis. Es ist wichtig, dass man neue Dinge zulässt, dass man offen ist für Gott. Gott wäre weder ewig noch unendlich, würde es in seiner Schöpfung irgendwo eine Begrenzung geben. Die ewige Liebe Gottes verströmt sich bis in alle Unendlichkeit und verströmt sich durch diese neue Bibel in alle seine Kinder dieser Erde in einer umfasslichen Gnadenfülle, aus der jeder das schöpfen soll, was ihn selbst zu brennendster, barmherziger Liebe werden lässt und ihn durch diese Liebe bringt. Also es geht ganz einfach um die Liebe und darauf werde ich jetzt eingehen, weil das ist das Wichtigste. Weil du hast ja am Anfang des Videos gesehen, wie Christen operieren, wie Christen mit Menschenkindern umgehen. Aber Jesus hat etwas anderes gelehrt. Jesus hat den Weg der Liebe gelehrt. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie man die Liebe aktiviert. Wohl könntet ihr es schon wissen, wodurch ihr Menschen seid, im Aufflackern eurer Liebe zu mir, eurem Gott und Schöpfer. Erwacht in euch dieses Erkennen erst in einem flüchtigen Hauche, ohne dass dieses erst flüchtige Erkennen zu einem unumstößlichen, reinen Wissen wird und eure selbstgeschaffene Decke der weltlichen Blindheit gegenüber der rein geistigen Klarheit zu durchstoßen vermag. In jedem Augenblick eures Erdenlebens müsstet ihr euch darüber im Klaren sein, wodurch ihr in erster Linie Menschen seid. Denn in jedem Lebensaugenblick könntet ihr, so ihr es nur wollt, freier Herr eurer Entscheidung sein, also so oder so zu handeln. Das Erkennen dieser meiner Gnade sollte euch für wahr in die nie endende Liebe zu mir versetzen. Also die Liebe aktivierst du dadurch, indem du anerkennst, dass du nicht dieses Ego bist und dass du nicht Gott bist und alles erschaffst, sondern dass du dir darüber bewusst wirst, dass es da ja noch einen Schöpfer gibt, dass du nur das Gemälde bist und dass Gott dich gemalt hat, dich ausgedacht hat und dass Gott der Schöpfer von allem ist, dass Gott in allem innewohnt. Das ist das Wichtigste und damit aktivierst du die Liebe überhaupt, weil du etwas Größeres anerkennst und siehst. Dadurch wird deine Kleinheit zerstört und etwas Größeres wird dir offenbar werden. Und weiter geht's. Gott erklärt, warum wir Kinder Gottes sind, warum das so wichtig ist, diese Identität anzunehmen. Ich schuf euch Menschen dadurch, dass ich aus mir das, was ich bin, als ewiger Geist der Vollkommenheit, in euch hinaustreten ließ. So seid ihr Menschen wahrlich meine begnadeten Kinder. Also du bist ein Kind Gottes, weil du aus Gott kommst. Nur wir vergessen das, dass hinter uns Gott ist, der uns geschaffen hat. Und wenn du das anerkennst, dann passiert die Magie. Ich, der Herr, legte die vollkommene Freiheit, die ich bin, von Ewigkeit zu Ewigkeit, als mein Gnadengeschenk in euch Kinder, meiner Liebe. Dieses Gnadengeschenk umhüllt in euch das Kostbarste, einen heiligen Funken der ewigen Vollkommenheit. Also jeder von uns, wir vergessen das nur, haben diesen göttlichen Funken in uns. Der ist in unseren Herzen und damit sind wir mit Gott eins. Deswegen sind wir das Ebenbild von Gott.
weil wir diesen Funken in uns haben. Dieser Ewigkeitsglutfunken meiner Vollkommenheit ist unzerstörbar in euch tätig. Dieser erfüllt eure unsterbliche Seele aus mir und ist nicht zu töten. Das ist das Ding mit der Ewigkeit, deswegen lebst du ewig. Dein Geistfunke lebt ewig weiter. Denn dieser ist eine Einheit mit mir, dem ewigen Gott. Er ist Geist aus mir, Geist aus meinem Heiligen Geist. Er ist das ewige Erbteil aus mir, das euch befähigt, das Ziel in meiner Schöpfung zu erreichen, Ebenbilder meiner selbst zu werden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum spüren das so viele Menschen nicht? Wenn du mal so auf den Straßen unterwegs bist und in die Menschen hineinschaust, in deren Augen hineinschaust, spürst du dort diese Gottesliebe? Spürst du dort diesen Geistfunken? Spürst du, dass wir alle in der Liebe leben? Natürlich nicht. Und das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und zwar, warum die Herzen dunkel sind. Lebet die Liebe, sage ich euch, die alleine das Licht in die Nacht eurer Herzen bringt. Liebe ist der Schlüssel. Denn die Nacht eurer Herzen habt ihr euch in allem durch eure Lieblosigkeit bereitet. Also wir sind selber schuld, warum wir dieses Licht nicht spüren, warum wir das Licht draußen auch nicht sehen. Und deswegen sind die Christen gefragt, weil diese Christen bringen Licht in die Dunkelheit. Ohne Liebe im rechten Maße lebet ihr dahin. Nutzet nur alles zum Vorteil eurer eigensüchtigen Wünsche. Denket nicht in der reinen, barmherzigen Liebe. Und leget durch die lüsterne Eigenliebe Samen um Samen des höllischen Unkrauts, das da wuchert in den schauerlichsten Eigenschaften von Menschen ohne die Herzensliebe aus meinem heiligen Gotteserbtum. Also es geht darum, je egoistischer wir leben, je hochmütiger wir sind, umso mehr verfallen wir in den höllischen Zustand, umso mehr verfallen wir in Sünde. Und umso mehr wir in Sünde verfallen, umso mehr wenden wir uns von Gott ab und spüren dieses Licht nicht mehr. Und so spreche ich, der Herr, ein jedes Menschenkind durch diese meine neue heilige Bibel an. Deswegen ist die Bibel rausgekommen, umzudenken und Liebe zu werden. Das ist der Zweck von der Bibel. Nichts mehr zu tun, was die wahre Liebe aus mir unter den Menschen zuschüttet, sondern nur noch das zu tun, was geeignet ist, die wahre Liebe in den Herzen neu aufkeimen zu lassen, damit mein heiliges Erbteil freigelegt wird und die Liebe über die höllische Blindheit siegt, damit das Menschengeschlecht durch die Liebe sich in die Himmel meiner Vollkommenheit beginnt zu heben, statt unterzugehen im höllischen Tode der wuchernden Bosheit. Doch um nicht immer mehr in Sünde zu verfallen und immer mehr in die Hände des Feindes zu laufen, ist es ganz wichtig, dass wir umkehren und dass wir zum Ebenbild Gottes werden. Und darüber spreche ich jetzt. Denn die Wahrheit liegt dafür offen und vor euch ausgebreitet, dass ihr es vollbringen könnet, neben mir wahre Kinder Gottes zu werden und durch mein heiliges Erbgut in euch so aufzusteigen, dass ihr einmal Ebenbilder meines Selbst werdet. Und zwar, dass du diese sündige Natur ablegst, dass du dein Ego ablegst, dein Hochmut und dann diesen Geistfunken in dir entdeckst und dadurch immer mehr strahlst und zum Ebenbild Gottes wirst. Dass es so ist, sollte euch befähigen, die schwerfällige Hülle eures Menschenkleides zu durchbrechen und nicht ob eurer selbstgeschaffener und selbstverschuldeter Weltzustände zu resignieren und etwa zu sagen, wie es schon manche in ihrer Blindheit tun, Gott sei tot. Das ist das, was ich meinte. Die meisten Christen denken, dass Gott heute tot ist, dass er nichts mehr macht. Aber Gott ist nicht tot. Gott lebt. Gewiss, für denjenigen ist Gott tot, der sich mit offenen Armen in die Fänge meines Gegenpols wirft und von Tag zu Tag tiefer herabgezogen wird, so tief, wo nur mehr die gottferne Finsternis herrscht. Aber jetzt kommt's, das ist ganz wichtig, egal wo du dich befindest, egal wie dunkel es bei dir ist, Gott hat eine Nachricht für dich und Gott sagt, ich der Herr aber sage, es kann niemand so tief fallen, dass er nicht mehr in mein Licht gerettet werden könnte. Wie kann es auch anders sein? Gott ist ja Gott, Gott ist allmächtig
Und Gott kann dich überall rausholen, wenn du Gott die Hand reichst. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und bevor ich dir zeige, wo du dieses Buch findest, um selbst deine Erkenntnisse zu haben, wollte ich nochmal über die wichtigste Regel reden, um die Liebesfähigkeit zu steigern. Denn der Messias des Heiligen Geistes, also Jesus Christus, der aus dem Reiche der ewigen Liebe zu ihnen kam, um das ewige Grundgesetz der Liebe in ihren Herzen zu verankern, durch das alles in meiner Schöpfung erschaffen wurde und erhalten wird. Also es geht immer darum, die gute Botschaft zu hören. Das ist ganz wichtig, weil wir leben ja hier in der Dunkelheit. Und Jesus ist ja gekommen, um das Licht hier reinzubringen, um dir das erstmal zu sagen, dass es da einen Gott gibt. Doch schon längstens hätte mein auserwähltes Volk Israel begreifen müssen, welches die wahre Welt ist. Denn immer wieder hatte es durch meine Propheten zu hören bekommen, dass mein heiliger Wille ist und gelehrt wurde, Israel das Gebot aller Gebote. Und das Allerwichtigste im Christentum, die einzige Regel, die du dir merken solltest, ist: Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du das täglich praktizierst, wenn du dich da täglich mit beschäftigst, wenn du Gott vom ganzen Herzen liebst, weil Gott ist in deinem Herzen, Gott ist der Gottesfunke, Gott ist überall, Gott ist der Heilige Geist, der sich ausgeschüttet hat. Wenn du täglich Gott liebst und preist und lobst und in die Höhe hebst, dann wirst du die Liebe spüren, weil erstmal musst du ja mit Gott eine Beziehung aufbauen. Erstmal musst du Gott ja lieben und dann liebt Gott dich zurück. Und diese Liebe in dir, die befähigt dich dann, deine Mitmenschen zu lieben, weil in den Mitmenschen ist der Geist Gottes auch. Das heißt, du triffst immer dich selber draußen. Es ist extrem wichtig, egal welche Konflikte du gerade im Leben hast, dass du deinen Mitmenschen vergibst, dass du deinen Mitmenschen liebst. Und wenn du diese Regeln befolgst, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg mit Gott. Was, wenn die wahren Lehren von Jesu nie in Stein gemeißelt waren, sondern immer nur darauf gewartet haben, in unseren Herzen lebendig zu werden? Vielleicht ist der Gott, den du immer gesucht hast, nicht der Gott der Drohung und Ängste, sondern ein Gott, der dich bedingungslos liebt und dir vertraut, egal wo du gerade stehst. Diese Entdeckung hat mein Leben verändert, doch vielleicht war sie nie wirklich verloren. Vielleicht war sie einfach nur verborgen unter den Dogmen und Regeln, die uns seit Generationen umgeben. Ich denke, es liegt an uns, ob wir durch die Mauern der Angst blicken und diese Wahrheit annehmen. Eine Wahrheit, die uns zu wahrer Liebe führt, die Jesus gepredigt hat. Am Ende, glaube ich, werden wir erkennen, dass die Liebe der Schlüssel zu allem ist. Und vielleicht ist das das Vermächtnis, das Jesus uns wirklich hinterlassen hat. Zumindest habe ich das erkannt, als ich in meiner Nahtoderfahrung im Himmel war.